Ja, als erstes Dankeschön für die freundliche Begrüßung, Frau Schwab, Herr Rapp und Otto Löber. Auch danke für die Einladung. Ich kenne Beverbeck natürlich seit Jahren aus den Begegnungen mit Otto Löber, der schon wiederholt auch auf Bundesebene auf die entsprechenden Zusammenhänge hingewiesen hat. Und wir waren ja auch als Vorstand des BUND im Frühjahr dieses Jahres vor Ort, um Beverbeck auch persönlich kennenzulernen. Und ich habe mich in der Folgezeit durchaus im Rahmen dessen, was mir möglich ist, intensiver mit dem beschäftigt, weshalb wieder einmal ein solches Projekt in Deutschland durchgesetzt werden soll. Was sind die Antriebskräfte, die dazu führen, dass wir eben nicht nur an einem Ort mit solchen Entwicklungen konfrontiert sind, sondern durchaus immer wieder mit solchen Entwicklungen an vielen Stellen in Deutschland. Solche Projekte werden ja begründet, gerade in Regionen, die unter Abwanderung leiden, in Regionen, die man gemeinhin als strukturschwach oder schwächer bezeichnet, in der die jungen Menschen kaum Arbeitsplätze finden, als zentrale Leuchtturmprojekte, als Projekte, die die Region voranbringen, die Arbeitsplätze schaffen, die Voraussetzung dafür sind, dass nicht nur in diesem Bereich Menschen übernachten, sondern Herr Rapp hat ja darauf hingewiesen, sondern auch an anderer Stelle die gesamte Region davon profitiert. Sie sind sehr groß aufgezogen, das ist Ihnen gemeinsam. Sie haben entsprechende nicht nur Hotels und Ferienanlagen, sondern Sie haben entsprechende Freizeiteinrichtungen, so wie das heute üblich ist, mit Golfplatz, mit Bademöglichkeiten, Freizeitsee, beziehungsweise mit, wie es hier ursprünglich der Fall war, mit einer Reitbahn, also mit entsprechenden, besonders attraktiven, scheinbar Freizeiteinrichtungen. Sie sind sehr hoch angesiedelt, die Prospekte sind sehr intensiv gestaltet, nach dem Motto, wir wollen ein besonderes Einkommenssegment ansprechen, denn wir sind mit solchen Anlagen nicht nur oder nicht in einem regionalen Wettbewerb, sondern in einem globalen Wettbewerb. Sie rechnen immer mit entsprechenden Einzugsbereichen, so wie in Ihrem Fall. Millionen Menschen haben also weniger als 2 Stunden Anfahrt zu diesem Projekt. Das heißt, es ist auch ökonomisch hochinteressant. Und dann kommt etwas Entscheidendes, was in der Tat diesen Brecken gemeinsam ist. Nämlich auf die Frage, ja, wer soll das finanzieren? Welche Unternehmen stehen hinter diesem Projekt? Welche Sicherheiten gibt es für dieses Projekt, dass es nicht am Ende eine Freizeitruine ist? Welche Sicherheiten gibt es dafür, dass, wenn die entsprechenden Investitionen sich nicht so rechtfertigen wie geplant, dann der alte Zustand wiederhergestellt wird? Also Rückbau, damit nicht mehr an leeren Gebäuden in der Gegend herumsteht. Dann heißt es im Regelfall, wir können den Investor nicht zahlen, weil sonst die Investition gefährdet ist. Und da kann ich Ihnen immer noch etwas sagen, dann ist etwas faul an einem solchen Projekt.
Und dann kann ich nur eindringlich die Verantwortlichen auch in Hof Geismar warnen. Warnen, ein solches entsprechenden Verträge zu unterschreiben, bevor nicht entsprechende Dinge absolut bekannt sind. In welchem Lande leben wir, dass letztendlich bei solchen zentralen Investitionsentscheidungen, die nicht jetzt einen privaten Bereich allein betreffen, sondern die Allgemeinheit zentral berühren, ein zentraler Vertragspartner offensichtlich wenige Wochen vor der Unterschrift nicht genannt wird. Wir hätten das früher nicht für möglich gehalten, aber wir sind, wie gesagt, nicht mit einem solchen Projekt konfrontiert, sondern wiederholt haben es Investoren versucht. Im Moment wird, ich komme ja aus dem Bundesland Bayern, zum Beispiel ein riesiger Freizeitpark am Weltkulturerbe Limes bei Weißenburg am Rande der südlichen Frankenalb geplant, wo es genauso abläuft. Auch entsprechende Flächen, es sollen Römer-Siedlungen entstehen, mit Gladiatoren spielen, entsprechende Wettkämpfe etc. pp. Läuft seit Jahren, die Regierung hat natürlich alles genehmigt, nach dem Motto, wir helfen damit einer strukturschwachen Region. Die gesamte Kommunalpolitik vor Ort, bis auf einige wenige Außenseiter, die es ja immer erfreulicherweise gibt, sagt jawohl, das ist die Voraussetzung für unsere Entwicklung. Bis heute ist der Investor nicht bekannt und der Termin wird immer wieder verschoben. Es gibt immer wieder die entsprechenden Ankündigungen der Medien. In wenigen Tagen werden wir den Namen nennen. In wenigen Tagen wird das Weltbankenkonsortium, welches sich gebildet hat, hier vorstellen, und es ist nicht geschehen. Es werden dann von der kommunalen Seite entsprechende Fristen gesetzt, die dann natürlich verlängert werden. Weil man sagt, ja, wir können die Hoffnung nicht aufgeben, wir haben jetzt schon entsprechende Vorleistungen getroffen und anderes mehr. Ich würde Ihnen empfehlen, mal in dem Zusammenhang die sich aus diesen Vorgängen ergebenden rechtlichen Konsequenzen durchaus überprüfen zu lassen. Wir wissen nur, und ich zitiere hier Aussagen des Bundeskriminalamtes, dass gerade auch touristische Großprojekte durchaus in vielen Fällen, in manchen Fällen, zu hinterfragen sind auf entsprechende Geldwäsche in unserem Land. Ich zitiere nicht, dass es sich darum hier handelt, aber das ist eine Aussage des Bundeskriminalamtes, touristische Großprojekte, nicht nur national, sondern weltweit, haben entsprechenden Befürchtungen anders. Also von daher glaube ich, ist das Mindeste, was zu fordern ist, entsprechende Wahrheit und Klarheit. Es braucht kein Investor, der korrekt ist, etwas zu befürchten, wenn er in Deutschland investiert. In welchem Lande leben wir, auch wenn das tatsächlich so der Fall wäre, es wird aber damit letztendlich nicht offen gesprochen. Das Zweite ist die Art und Weise in der Tat, die nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle erschreckend ist, über den Umgang mit der Bevölkerung. Genehmigungsverfahren sind keine Veranstaltungen, um Projekte durchzusetzen, sondern im Rahmen der Genehmigungsverfahren soll auch in einem demokratischen Diskurs das Für und Wider eines Projektes diskutiert werden. Es sollen letztendlich die Entscheidungsgrundlagen transparent werden, damit dann durch die entsprechenden demokratischen Organe in der Lage sind, auf der Basis von Daten und Fakten zu ihrer Entscheidung zu kommen. Das heißt, es gibt ein Transparenzgebot auch in unserer Verfassung. Wahrheit und Klarheit, auch bei entsprechenden Projekten.
Es gibt kein Verschleierungsgebot, sondern ein Transparenzgebot, auch im Rahmen unserer gesamten Rechtsordnung. Das heißt, die Bürger müssen in einer ganz anderen Qualität, als es gerade auch hier passiert ist, beteiligt werden. Es kann nicht sein, dass jetzt das entscheidende Genehmigungsverfahren läuft. Wir sind ja dabei, unsere Stellungnahme zu formulieren, und dann soll unabhängig von der Qualität der entsprechenden Argumente, offensichtlich ohne Anhörung der Betroffenen im Für und Wider, dann noch vor Weihnachten entschieden werden, sodass dann am Jahresende letztendlich das Verfahren abgeschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, wenn man Bürgerbeteiligung ad absurdum führen will, dann macht man es genau so, aber das